Ja, ich denke halt so darüber nach, ob es irgendwas gebracht hat. Ne? Also, wenn man jetzt das ganze Jahr oder anderthalb Jahre Revue passieren lässt, ist ja super viel passiert, aber hat es was gebracht? Also, hat es sich gelohnt? Es ist ja immer noch alles so wie vorher. Die Blindheit ist ja immer noch da. Die Naivität ist ja immer noch da. Die Politiker können ja immer noch machen, was sie wollen. Also jetzt, wo alle versagt haben, wo alle nur Zeit verschwendet haben, wo alle nur im Kreis umhergeirrt sind, wo sich alle in Nebensächlichkeiten und in bloß scheinbaren, ewigen Neuigkeiten verloren haben, da kann ich meinen exquisiten, subtilen, mini-kleinen Kanal eigentlich auch mal wieder ein wenig weiter betreiben. Auch wenn mir meine erlesenen Lieblingskommentatoren gelöscht worden sind, also als Witz gemeint, kann man das schon mal so feststellen. Ich will nun mal fürs Protokoll, fürs Online-Tagebuch, für die Akasha-Chronik von mir aus auch, eine Überlegung zur Idee der Herrschaft der Fähigen äußern, zu der de facto Herrschaft der de facto Fähigen nämlich und auch zu einem Hintergrund, der eigentlich alles überschattet. Die Fähigen, die sich einigen können, sind eben nicht unfähig. So ist es billig, also klar, dass sie die Zukunft beeinflussen können und weil sie sich einigen können und fähig sind, ist es im Grunde fast sogar nur ganz recht und billig, dass sie die Zukunft beeinflussen können. Wenn die Fähigen sich sogar komplett einig wären, könnten sie die Zukunft vielleicht sogar absolut nach ihren Vorstellungen gestalten. Andere hingegen, die nicht fähig sind, etwas Besonderes zu schaffen und die sich schon untereinander nicht gut einigen können, und die sich auch sonst kaum mit irgendwem auf irgendwas verständigen können, die keine Kompromisse eingehen wollen, die nicht verhandeln wollen, die keine Mehrheiten und nur wenige Möglichkeiten haben, die wenig oder keine gemeinsamen Nenner mit anderen finden, wie sollten die hingegen nun groß die Zukunft beeinflussen? Welche eben schon maßgeblich beeinflusst wird von denjenigen, die jene Defizite eben nicht haben. Was alles somit eigentlich sogar nur recht und billig ist,
Man könnte jetzt sagen, nein, es ist nicht völlig recht und billig. Es ist vielleicht billig, aber doch nicht recht, nicht gerecht. Denn hier bestimmt ja eine Gruppe über alle anderen. Tja, aber alle anderen Gruppen wollen ja auch nur über alle anderen bestimmen. Sodass ich doch meine, der Einwand gilt hier eigentlich nicht oder wiegt nicht besonders viel. Es ist eher banal, den Spieß nur umdrehen zu wollen, auf eine Weise, die wieder nur eine Einseitigkeit, wieder nur eine einseitige Dominanz wäre. Deshalb schaue ich mir gern die Wolken an oder Blätter im Wind, denn man kann viel jammern und schimpfen und das tue ich auch gern, aber im Grunde genommen weiß ich, dass man es sich auch nur zu gern zu einfach macht, aber die Dinge sind noch viel schwerer als schwer. Keiner geht gern einen schweren Weg, aber die Fähigen gehen keine leichten Wege. Deshalb schaue ich mir gern die Wolken und oder Blätter im Wind an, denn das erinnert mich daran, dass ich selber nicht gern schwere Wege gehe und somit auch selber mal ganz ruhig sein könnte. Ich bin auch nur deshalb nicht immer ganz ruhig, weil ich das Gefühl schon sehr oft gewesen bin. Es ist schon auch gut, wenn man auch mal die Klappe aufmacht. Je nachdem, wer das tut, ändert das aber doch nichts. Auch selbst dann nicht, wenn es spektakulär oder sensationell erscheinen würde oder aufwühlend oder mitreißend etc. wäre. Denn dann wäre es auch nur Spektakel, also Entertainment und Futter für Sensationsgier. Und schlimmstenfalls wäre es Stimmungsmache ohne realistisches Ziel. All das sind eher Probleme als Lösungen. Wenn man die Zukunft auch nur mitgestalten wollte, müsste man eher davon wegkommen. Aber wer will das so sehen? Wer will davon wegkommen? Das Karussell dreht sich so schön. Und wenn es sich halt im Kreis dreht. Eine laufende Entwicklung geht in die Zukunft über. Und alles andere dreht sich im Kreis. Wo keine Entwicklung ist, ist nur diese Drehung.